ich auch noch an die Ecken. Batz, batz. Nein, die Kiste brennt. Ja. Nein, Kisten können nicht brennen. Stimmt. Workbenches können, also doch, sie können brennen, aber sie verbrennen nicht, glaube ich. Genauso wie Workbenches. Mein Inventar ist voll. Echt? Hm. Womit denn? Die ganzen Sachen hier. Dann können wir die jetzt eigentlich, Ach so, du packst die ganzen Sachen wieder zurück. Ja, mach ich auch. Fuck. Naja, das Bett musst du noch. Hab ich nicht. Hast du Kohle? Ja, 30. Dann nehmen die zwei und dann kann ich das Bett nehmen. Zack. Ach, die Kisten und das Ding müssen wir auch noch mitnehmen. Stimmt. Ah, dann schmeiße ich hier irgendwas ins Feuer. Kobbel, oder? Nein, Rotten Flesh brauche ich nicht. Und zwei Kobbel. Die zwei Kobbel hättest du mir geben können. Egal. Ich habe jetzt die Kisten. Hast du die Workbench? Mhm. Gut. Oh, jetzt hat er tatsächlich auch mal... Oder ein Lactnitrado generell gerade. Und auf geht's zurück. Ja, dann würde ich sagen, guck mal, jetzt fast die Monsterfalle schon. Ach nee, was war mal das? Erst die Monsterfalle, dass wir XP farmen können, oder? Würde ich sagen, oder? Ja. Doch. Weil wir dann ja enchanten. Genau. Und dann so nebenbei dann das andere Haus nachbauen. Da haben wir genug Holz, genau. Genug Stein. Stein, wir wollten in einen Berg reinbauen. Deswegen ja, dann haben wir genug Holz und Stein. Wir können das direkt Spinne. Neben die Dings machen. Irgendwo ist eine Spinne. Ha? Wir können das neben die Monsterfalle bauen. Monsterfalle bauen. Ja, dann verbinden wir das als ein Haus quasi. Vorher im Keller. Genau. Ich hab ein Haus, eine Monsterfalle und ein Spawner. So, dann den ganzen Müll. Ein Marder und eine Viper, ja, die schauen dort im Fenster raus. Ja, da. Ach, wir brauchen jetzt noch eine Kiste für... Ich mache jetzt hier mal den Netherrack rein. Hier in die untere. Okay. Hast du ein Schild? Nee, ne? Nö. Dann mache ich mal schnell eins. Ein Schild? Nö, habe ich natürlich nicht. Ah, mir fehlt ein Holz. Kannst du mir mal ein Holz hier so hinwerfen, dass ich das einsammle? Nö. Bitte. Eins hätte ja gereicht, aber danke. Kann ich noch ein Schild bauen. Glühstein und so kommt mir zu Redstone, ne? Ach, verdammt. Ach, jetzt kann ich ihn natürlich nicht öffnen. Hack! Goldnuggets kommen mit zu Erzen, ne? Ja. Ja. Warum ist das Gold beim Eisen? Das ist doch hier irgendwas falsch. Wir müssen das schräg sortieren. Sand, dann hier das Glas. Ne, warum haben wir zwei? Ja. Hä? Was ist alles Gold? Ja, klar. Wir haben ganz schön viel Eisen eigentlich so, ne? Ja. Werkzeug, da kann ich die Eisenspitzhacke jetzt mal reintun. So, Fackel, Kohle, Kisten und Werkzeuge. Gravel. Haben wir eine Kiste irgendwo hier, die Müllkiste. Noch in die Müllkiste. Was ist unten drin? Unten ist nichts, dann machen wir unten. Was kann ich unten reinmachen? Erstmal nichts. Unten Obsidian, ne? Obwohl Obsidian. Oder machen wir Obsidian zum Erz? Obsidian zu Erz eigentlich, oder? Ja. Und Obsidian mit zum Erz. Oben mit beim Diamant fertig, da haben wir nicht so viel. Du hast noch ganz viele Getreidesamen. Ja, genau, da muss ich gleich noch anpflanzen, ne? Ja, gib mal her, dann mache ich das. Dann hole ich nämlich auch noch mehr Dings wieder. Gib mal her. Da. Zuckerrohr weg. Wir müssen auch Melonen da mal anpflanzen, dann können wir Melonen essen. Getreide kommt nach oben in die Küche. Melonen sind auch total das Unergiebigste, was es gibt. Aber du kannst, also du kriegst recht viel raus aus den Melonen immer. Ah, Goldnuggets. Haben wir noch so wenig Getreidesamen? Was machen wir denn damit? Ach, ich wollte jetzt. Wahrscheinlich waren die meisten noch so unreif, dass ich die angeworfen habe, war so das. Dämlichste, was ich je gemacht habe, wahrscheinlich. Ja, Lava-Eimer. Brauchen wir erst. Doch, brauchen wir vier Monsterfalle dann. Ne? Hätten wir ein paar mehr mitnehmen sollen als zwei. Obwohl zwei reichen ja zum Verbrennen. Stimmt. Wofür haben wir die eigentlich? Wir wollten damit einen Mülleimer machen.
Ja, wir wollten doch eigentlich auch die Monster dann verbrennen. Obwohl machen wir nur eine XP-Farm, ne? Wenn wir nicht in der Nähe sind, spawnen die eh nicht. Eben. Beziehungsweise der Mob-Drop verschwindet ja dann irgendwann. Ach, man darf jetzt rüberlaufen, ne? Man darf rüberlaufen, aber nicht hüpfen und nicht drauf hüpfen. Und sprinten darf man auch. Genau. Holz, die Dinge ist weg. Ach, Betten. Betten kommen wir zu Werkzeuge. Ausrüstung, Werkzeuge ist alles dasselbe. Das Schwert erstmal getauschen. Ich brauche noch. Erstmal noch eine neue Spitzhacke bauen. Juhu. Beziehungsweise am besten drei. Hast du keine? Ja. Wo hast du Dings in Bambus hingepackt? Bambus ist bei den Pflanzen. Pflanzen, gut. Genau. Oh, ruckel, ruckel. 30 Frames und ich hab's gemerkt, dass es ruckelt. Lol. So, Pilze. Pilze kommen die mit zu den Pflanzen, ja, ne? Ja, perfekt. Ja, wobei die sind oben bei Nahrung. Dann nimm die mal mit hoch. Ne, ich geh jetzt runter. Ich hole noch eine Spitzhacke. Dann lass man die jetzt mal hier. Kakao. Ich will die Diamantenspitzhacke nicht aufbrauchen, die packe ich gleich weg. Habe ich auch genommen. Das Diamantenschwert. Ach, eigentlich brauchen wir jetzt kein Diamantenschwert, wenn wir nicht in der Hölle sind, dann tue ich es auch mit hier rein. Ja. Ach komm, meine Spitzhacke mache ich noch, die kann ich. Na, mache ich nur noch zwei, komm. Wo kommt das Wort ein Flash hin? Mobdrop oder? Mobdrop. Mobdrop. Ja. Mobdrop, Mob. Wir gehen nicht mehr. 15 Pfeile nur, das ist ein bisschen doof, ne? Tja. Wir könnten. Dann mal den Müllkiste hier. 1, 2, 3, Flint. Ich hab hier noch einen Bogen. Ach genau, ja, wo ist mein Bogen? Ach, den hast du genommen, ne? Ja, das ist in der Kiste. Oh, jetzt erstmal nicht die drei Federn und dann mache ich glaube ich 12 müssen das dann sein, ne? 12 was? Pfeile. Ah, falsch rum, so rum. Hast du wir haben Federn? Wir hatten 4 Federn. Keine Ahnung woher, aber wir haben wow, sie. Vielleicht nochmal 12 Pfeile gemacht. Aber ich denke mal, die brauchen wir erstmal noch nicht. Nein. So, bringe ich noch das Weizen nach oben und dann können wir eigentlich schon rüber gehen. Wir könnten Sprengpulver machen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir Sand für. Und mit dem Uranmod, echt? Mit dem Uranmod, ne? Da kannst du dann auch Atombomben bauen. Die machen richtig ich Damage. Weiß. Ich weiß, ich habe mal einen gesehen, der hat irgendwie 5000 Blöcke in jede Richtung zerstört oder so. Ja, sowas Übertriebenes meine ich jetzt nicht. Also, ich glaube, der hatte mir so gedacht, so, ja. Hatte die vierfache Sprengkraft von dem normalen, das hat schon gereicht. Oder fünffach ungefähr. Das war auch schon. So, wo war denn? Mein Schaf. Wie? Hier Hauptsache eine Freundin hat sich erstmal mega beschwert, so von wegen, wieso muss man die Schafe denn töten, um an ihre Wolle zu kommen? Jetzt, ja, wir haben aber noch keine Ach ja, weißt du ja, natürlich. Ach, sowas weißt du ja. Ach, die Freundin. Ja. Mit der ich Portal aufnehmen werde. Portal 2, haben wir mal nicht. Was soll es hier mal ein Zombie-Spawner, ne? Schon praktisch. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier den Boden weg, machen dann beziehungsweise machen einen Dreierabfluss, ne? Lass mal, das hier schon als Spawning-Etage nehmen. Lass mal die Steine rum. Du reißt sie doch selber weg. Ja, die hier in der Mitte, das ist der Abfluss. Hier fallen die runter. Ach so. Gehen wir da weg? Dann setze ich da den Stone wieder hin. Ah, den grünen Stein nehmen wir ruhig weg. Obwohl, den grünen Stein wegmachen und dann. Und dann brauchen wir hier die. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe aber kein. Ich habe natürlich kein Kobbel mit, weil ich den weggepackt habe. Ich auch nicht, aber wir kriegen doch jetzt hier genug Kobbel. Beziehungsweise, wir brauchen ja hier dann den Dreierabfluss. So. Ja, alles andere würde keinen Sinn machen, oder? Und dann geht's hier runter. Wobei, der muss eigentlich noch ein breiter, oder? Weil die spawnen ja nicht immer direkt daneben. Doch, oder? Die spawnen in der Nähe. Und wenn wir hier dann noch ein riesen Spawngebiet rumbauen, dann reicht das. Okay. Also, es reicht eigentlich, wenn wir 8 in jede Richtung gehen und eine Spawn-Etage für den Anfang haben. Zumal wir hier 8, den Spawn... Also mal da wir den Spawner haben, spawnen auch sehr viele Zombies dann zum Leveln reicht das dann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. 3, dann ist... ich würde sagen, ist gerade nicht nicht hell genug. Hier noch nur fucking runter.
Und gut, dass hier keine Creeper spawnen. Ach ne, der eine hier ist so hoch. Der. Obwohl, lass doch einen tiefer nehmen. Also hier auf der Höhe den Abfluss legen. Okay. Und dann hier noch einen Tucken runter. Mach mal mit. So einen Tucken runter. Ja, dann zum Abfließen. Ach so. Also. Wir machen. Das war. Oh. Und auf welcher. Was ist das Level, auf dem die dann spawnen sollen? Also hier sollen sie spawnen, deswegen hier das Wassersystem, dass die dann hier in die Mitte getrieben werden, alle. Also. Und dann lassen wir die eine Etage tiefer, dass wir dann hier halt die Lava-Variante bzw. die XP-Farm an- und ausstellen können. Okay. Ach scheiße, ich kann ja nicht fliegen. Horst. Aua! Wow, ich habe eine Spitzhacke weggeworfen. Ich hab sie. Also dunkel ist das hier doch gar nicht. Hier. Oh Gott. Also dunkel ist das gar nicht, oder? Eigentlich nicht. Obwohl wir sollten den Abfluss sogar zwei tief machen, sonst hüpfen die da mal raus, beziehungsweise wir können es dann zur Not länger bauen. Stimmt. Und acht lang. Drei, vier. Fünf, was? Fünf. 6, 7, 8. Und das Ganze wird sich natürlich jetzt auch ein bisschen langziehen. Wir hoffen, dass wir jetzt hier so ein paar Gesprächsthemen finden werden, weil sonst. Weil was wir nicht machen werden, ist. Was vorbereiten? Also, genau, wir werden nichts vorbereiten hier und wir werden. Also, ich meine jetzt auch so gesprächsthemenmäßig und sowas. Und vor allen Dingen, wenn wir hier nicht Auskleiden ist egal, Stein, oder? Ja, genau. Wir werden nicht die Zeit beschleunigen, also alles in real time. Oh mein Gott, meint ihr das ernst? Das ist total langweilig, ihr stinkt nach Fisch. Ja, den ersten Hate haben wir doch schon. Stimmt. Ja, den mussten wir ja leider wieder löschen. Aber unter einem Video haben wir noch ein Dislike. Stimmt, das war unter dem von Honeyball. Ach ja, genau, die Map. Ja. 5, 6, 7, 8, wobei ich finde die echt gut. Wir haben echt alles, was eine gute Adventure Map braucht. Zombie! Nein. Wir haben, was war das? Eine unfertige Sandburg, die ich noch fertig bauen wollte. Oder mal ein paar Räume, Etagen rein und sowas. Ja, aber im Grunde, wenn man das vergleicht mit anderen, dann ist hier schon teilweise die beste mit. Ich will jetzt nicht mal als unseres, sondern weil manche, die waren schon komisch. Also ich habe mir auch nur ein paar angeguckt. Also ich habe, glaube ich, alle durch. Echt? Ja. Also ein paar, die ich mir angeguckt habe, waren echt mega gut. Manche waren richtig geil. So, wow. Aber ein paar waren tatsächlich dabei. Ah, da stand das ja schon drunter, dass die nicht so gut sind. Die haben auch schon weiter dran gearbeitet teilweise. Ja, das stimmt. Da muss man auch. Gut, ich meine, unsere ist mit Sicherheit auch nicht perfekt. Nee, das ist klar, aber ja, wenn man mehr Arbeit noch reinsteckt, ich meine, man kann die immer weiter ausfallen und ausbauen. Natürlich. Spawnt ja direkt vor meiner Nase. Bei uns kann man mit Sicherheit relativ viel noch verbessern. Ja. Wir waren vielleicht ein bisschen zu freundlich, dass das, aber das nehme ich aber gerne auf meine Kappe. Genau, ich wollte, dass man sterben kann, aber. Ja, das ist aber. Ja, es ist doof. Man soll lieber dran verzweifeln als sterben. Weil, ja. Oder wenn man stirbt, dann wenigstens in der Nähe wieder spawnen und nicht. Also die XP-Farm funktioniert schon sehr gut, muss ich sagen. Vielleicht war die Feuerresistenz an der einen Stelle vielleicht auch nicht ganz so unnötig. Ja doch, man fällt sehr oft rein. Ja. Also ich zumindest, wie man im Special-Video gesehen hat. Stimmt, das hast du erstmal eine halbe Ewigkeit nicht geschafft, das weiß ich nicht. Ah, davor habe ich das immer hingekriegt, das war so der Vorführeffekt. Wie lange das schon her ist, wie lange wir halt damit der letzten Aufnahme. Das ist echt krass, letzte Aufnahme. Abgesehen jetzt von der heute. Weil wir einfach mal zwei Wochen quasi damit im Voraus produziert haben. Ja, das ist voll krass. Aber auch angenehm, da hat man nicht so den Stress ewig. Ja, das stimmt. Obwohl wir jetzt. Schön vorher alles durchgerendert. Ja, obwohl, wenn wir jetzt wieder 3 Stunden aufnehmen, können wir auch 20 Minuten Folgen raushauen. Ja. Weil es wurde ja schon nach 2 Folgen am Tag geschrien. Ja, ich weiß auch von wem. Ja, ich auch, aber. Also. Ja, du kennst ihn ja nicht. Nee, aber ich weiß wer, weil ich das ja sehe. Ja. Aber trotzdem, also. Ich habe allerdings. Hast du geantwortet eigentlich? Ja. Ich habe gesagt, dass. Echt? Dass technisch nicht möglich ist, weil das zu viel. Weil das zeittechnisch zu viel Aufwand dann sein wird. Aber dass halt 20 Minuten Folgen eventuell drin sein werden.
Zumal ich glaube, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit bauen, dann werden 20 Minuten Folgen doch schon dann. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wie das mit Uni wird. Ja. Derzeit haben wir jetzt einen Monat frei, aber wenn dann Uni richtig losgeht. Gut, wenn die Uni losgeht an sich, das wird nicht so heftig. Wenn dann die Prüfungszeiten wieder losgehen, das wird fies. Naja, wir müssen halt nur mal die Sachen auf den Laptop packen. Das Gute an der Uni ist, da haben wir geiles Internet, da können wir so geil appen. Das stimmt. Also ich will jetzt nicht lügen, aber der Upload da bestimmt 5 Megabyte die Sekunde oder sowas. Ja, die dürften in beide Richtungen, also SDSL oder VDSL oder wie es auch immer heißt, haben. Ich hatte da ja, was habe ich denn da mal gehabt? Ein Video, das waren 80 Minuten lang. Das ging so schnell wie bei mir hier eine 15-Minuten-Folge. Irgendwo jetzt schon wieder ein Zombie. Ah. Und wie groß sollen die Etagen an sich werden? Ich weiß nicht, reicht es nicht, wenn wir dann das 8x8-Feld haben? Und dann brauchen wir nach da hinten gar nicht weiter reinbauen dann immer, oder? Weil wir haben 8x8. Dann, weil wir haben ja dann... Das wäre dann... Wir haben 4... Das wäre dann ein 19x19. Wir haben 19x19, genau. Das reicht, oder? Ja. Obwohl, warte mal. Wie ist denn das mit den Update? Die sind ja alle schlau geworden, die ganzen Zombies. Laufen die eigentlich noch dann darunter oder machen die das nicht mehr? Wieso? Die laufen doch nur wild durch die Gegend. Und versuchen in Schatten. Also laufen die auch freiwillig noch da runter ins Wasser? Das weiß ich nicht. Weil wenn das nämlich nicht mehr wäre... Wir werden's sehen. Müssen wir das umbauen. Weil dann wisst ihr auch schon wie. Weil dann machen wir einfach eine große Wasserfläche unter dem Spawner, dass der Spawner die dann zusammentreibt. Ja. Das würde ich auch zum Glück aufgeben. Was mir mehr viel Sorgen gemacht hat, wir müssen dann die Folgen immer auf dem Laptop haben. Achso, dass wir die dann in der Uni hochladen können. Ich habe die sowieso auf dem Laptop. Ja, du, ich mache das ja aber mit dem PC. Dann muss ich sie erst wieder auf die Festplatte und dann wieder auf dem PC. Auf dem Laptop und. Das wird auch wieder eine Arbeit werden. Geil wäre, wenn wir quasi von meiner Netzwerkextern direkt auf YouTube uppen könnten. Aber das geht ja leider nicht. Außer du greifst. Ne, es ist nur eine Festplatte einfach. Ja, ne? Das ist kein Server. Die kann bestimmte Serverfunktionen. Ich weiß aber nicht, wie weit die mit Sachen kompatibel ist. Sie kann zum Beispiel auch Webhosting machen und sowas, ne, Webseiten und so, ne? Natürlich dann die 4000 Besucher und so. Weil die das eigentlich so verarbeiten kann. Du kannst aber nicht direkt drauf zugreifen, oder? Ich habe FTP. Also so FTP so und sowas. TeamViewer? Nee, weil das halt kein Operating System in dem Sinne ist wie Windows, wo du Programme installieren kannst. Ja, genau, das meine ich ja. Wenn das hätte, wäre es geil. Aber ich habe halt FTP und was habe ich noch? Diese ganzen iTunes-Server und so ganzen Krams. Ich kann sogar... Ja, die nützen aber nicht. Ich kann sogar, das Geniale, also nur so nebenbei ein bisschen Schleichwerbung, das ist eine LG N1 T1. Die kann... Jetzt will ich erstmal wieder hier hoch. Die kann Print-Server, also übers Netzwerk dann drucken und Webcams, das heißt, man kann dann ganz viele Webcams anschließen über USB-Hub und dann Home-Monitoring, das heißt 24/7 quasi aufzeichnen, was zu Hause so passiert. Und jetzt alle mal einen riesen Applaus für Marder. Machen tue ich es nicht, es geht aber. Was nicht geht, ist der iTunes-Server. Also er läuft. Ich hatte es mal laufen, aber mein iTunes synchronisiert sich nicht damit. Was ist denn ein iTunes-Server? Dass du quasi in einem Netzwerk einen Ordner hast, wo quasi deine ganze Musik drin liegt. Und dann greift quasi, hast du quasi eine Liste, wo drin steht, welche Dateien alle drin sind. Und dann greift iTunes halt auf die Liste zu im Netzwerk, wo die Dateien sind und kann die dann dir im iTunes zur Verfügung stellen. Wow, soweit das kann Winamp auch. Soweit die Theorie. In der Praxis zeigt er mir die ganzen Sachen nicht an, weil er die Dateien im weil er den Stream quasi nicht findet. Lol. Reicht 2 hoch oder müssen es 3 hoch sein? Wenn wir 3 hoch bauen, spawnen auch keine Endermen, ne? Also 3 hoch sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Aber so zu zweit geht das hier relativ schnell, denn das Loch hier auszuheben. Ja, ist ja nicht viel. Wir müssen nur irgendwie auch einen Ausweg bauen, ne? Das ist dir klar. Also wir müssen irgendwann rauskommen. Also wir müssen auch unten noch den Raum ausheben. Ja. Ja gut, aber ich meine so von den Spawning-Etagen, wenn ich überlege,